Hallo meine Freunde, ich bin heute wieder im Verein und es liegt die Kniebeuge heute an. Ich werde gleich das Power Rack hinten bestücken mit den Scheiben und nach der Erwärmung geht es dann richtig los. 80% liegen heute an, 4x4 und danach folgt die Beinpresse mit knapp 200 Kilo, 4x8 und dann war es das Training heute gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, drückt den Daumen nach oben und genießt das Video. Als erstes wurden mal die Scheiben gesteckt und das seht ihr hier den letzten Erwärmungssatz, bevor ich an die 80% gegangen bin. Das waren glaube ich so 67%. Da habe ich nur zwei Wiederholungen gemacht und mit den 80 bin ich dann fortgefahren, 4x4. Da habe ich schon den Gürtel drum getan, weil es noch etwas fett war. Aber es lief wie am Schnürchen und das war heute wirklich sehr gut in der Tagesleistung. So, jetzt stehe ich hier an der Hantel. Das sind die 80%. Das ist für mich nur eine Zahl. Die vier Wiederholungen ebenfalls nur eine Zahl. Das geht hoch und runter und dann ist es fertig. Ich denke da gar nicht drüber nach, ob das jetzt schwer oder leicht ist. Das ist eben das Kopfkino, was ich in den letzten Videos immer erzählt habe. Ich denke gar nicht drüber nach. Geh ran. Beugen, hoch, runter, fertig, rein. So, und das sind, wie gesagt, sind nur Zahlen für mich, mehr ist das nicht. Natürlich muss der Kopf auch dafür frei sein, wenn ich jetzt die Steuererklärung drin habe oder Ärger von Arbeit, zu Hause oder sonstiges, dann wird das natürlich nicht funktionieren, ist ja völlig klar. So, jetzt meine Pause, 5 Minuten und dann gehe ich wieder an die Zahl 80%. Der zweite Satz hier, wie ich es beschrieben habe, hoch, runter, gar nicht drüber nachgedacht, kräftig eingeatmet und laut ausgeatmet. Wenn man hier den Ton hören würde, würde es nur ein Gebrüll sein. Das ist natürlich auch wieder förderlich für die Kopfsache. Und nach 5 Minuten hier wieder der nächste Satz. Nochmal den Gürtel richtig in die Position bringen und dann, wenn das soweit ist, dann ging es wieder richtig los. Nochmal richtig eingeatmetes Riechöl, konzentriert, vorgestellt und dann ran an die Hantel, richtig drunter geklemmt. Nochmal kurz, intensiv, konzentriert, tief Luft geholt und dann stark gemacht, raus mit der Hantel. Kleinen Schritt, ohne irgendwo anzuecken, ist auch wichtig. Das raubt die Konzentration. Dann nochmal kurz überlegen, runter und dann geht's los mit den Beugeversuchen. Der erste, der zweite und jetzt kommen noch 3 und 4. Hier ist der dritte und jetzt hoch mit den vierten. Ich bin in den ersten beiden gar nicht so tief gegangen und das habe ich auch gemerkt. Da war dann mehr Bums da in den Beinen. Hier im vierten Satz hat es dann wirklich gut getan, auch wieder nicht so tief immer zu gehen. Müsste ich mir vielleicht mal in der nächsten Zeit beibehalten, aber dann 3 und 4 doch recht beugetief bzw. wettkampftief ausführen. So Freunde, ich bin jetzt durch. 80% hinter mir, 4x4. Wunderbar, ich liebe die Kniebeuge. So, 190 Kilo liegen auf. Es passt wirklich nichts mehr drauf. Nur noch hier der kleine Spalt von der Achse hier, ansonsten ist alles randvoll. Ich müsste dann die Hantel hier oben drauflegen oder die Scheiben. Das Beste zum Schluss, 4x8 mit 190 Kilo Beinpresse, war sehr angenehm, Leute. Meine Fußstellung in der Beinpresse seht ihr hier. Die Fußspitzen sind etwas über die Plattform und das ist das Optimale für mich. Freunde, ich bedanke mich. Morgen geht es dann mit den Bankdrücken weiter. Hallo meine Freunde, heute bin ich mit dem Bankdrücken beschäftigt. Ich werde bis 80% gehen, 3x3 mit Pause.
Und dann kommt noch das Blockdrücken dran. Da werde ich heute die Höhe von 10 cm verwenden. Und dann ist das Training auch zu Ende. Freunde, ich wünsche euch wieder viel Spaß dabei. Drückt den Daumen, schreibt mal ein paar nette Zeilen. Und jetzt geht's los. 5 Sätze haben ausgereicht für die Erwärmung bei mir, bevor ich dann an die 80% rangegangen bin. Ihr wisst, es ist nur eine Zahl, nichts anderes. Genau, in meinen Arbeitssätzen habe ich unterschiedliche Pausen eingebaut. Das heißt, im ersten Satz habe ich in der ersten und zweiten Wiederholung die Pause gesetzt. Die dritte war frei. Im zweiten Satz die zweite und dritte Wiederholung mit Pause besetzt. Und die erste war frei. Und so ging das halt immer durcheinander. War sehr intensiv gewesen, hat richtig gut getan. Ich musste kräftig arbeiten. Und zum Schluss bin ich dann an das Pin Press gegangen, 10 cm hoch. Heute mit 103% und dem Bumerang. Den Bumerang muss ich einsetzen, aus einem einfachen Grund, weil es eine Last ist, wo man etwas Hilfe braucht. So Freunde, das war eigentlich das Bankdrücktraining heute gewesen. Eine gute Stunde habe ich gebraucht, war gut gewesen, schwer gewesen, also wieder das Richtige für mich gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Donnerstag habe ich dann wieder das Kreuzheben mit drin und das Bankdrücken, da Freitag das Training leider bei mir ausfällt. In diesem Sinne, Orido!